Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, wie im anderen Video angekündigt, noch die Hundetasche von Pets Fit. Pets Fit, Mensch. Ein Video kommt viel, viel später, weil mir das große Katzenklohäuschen, ja, das war kaputt. Also ich habe das ausgepackt und beim zweiten Teil, was ich ausgepackt habe, da habe ich gemerkt, dass das abgebrochen war. Die Verpackung sieht von außen auch nicht so toll aus, also da hat der UPS-Fahrer denn oder auf dem Weg zu UPS, ich weiß es nicht, jedenfalls sah halt nicht so toll aus. Jetzt muss ich gucken, dass ich das dann halt nochmal, dass Amazon mir das nochmal schickt und dann kommt auch dazu ein Video. So. Ach, was ist denn hier? Hier ist ja noch was drin. Ach, meine Kopfhörer sind hier auch drin. Okay. Da kommt dann auch noch mal ein Video zu den Kopfhörern. Haben wir schon gewundert, wo die bleiben. So. Und das ist diese Pets Fit Haushaltstasche. Also DCC002F ist das. www.petsfit.cn. Ich halte es euch mal in die Kamera, dann könnt ihr das sehen. Da ist das Logo und da die Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt packen wir das mal nach unten, dann können wir das, könnt ihr mir zugucken beim richtigen Auspacken. So. Oh, cool, hier ist ja gepolstert. Ja, die passt. So, wartet mal, Leute, jetzt muss ich gucken, wie die jetzt... So. So. Dann kommt... Hier ist ein Reißverschluss dran. Hier ist auch ein Reißverschluss dran. Ach so, die kann man komplett zusammenpacken. Wie packt man die jetzt komplett zusammen? So. So. Und so. Also so ist die jetzt komplett zusammengepackt. Dann kann man sie in den Schrank packen und dann nimmt die halt ganz, ganz wenig Platz weg. Aber wir wollen die ja mal auseinanderbauen. So, dann müssen wir jetzt erstmal, glaube ich, das hier reinlegen. Nee. Ist ein bisschen clean. Wo kommt denn das Ding hin? Erstens. Zweitens. Drittens. Viertens. Doch, der kommt da unten drin. Aber dann kommt das, denke ich mal. Ach so, das ist ein Reißverschluss zum Aufmachen. Da ist Styropor und so ein Zeug drin. Dass der Hund nicht den kalten Arsch kriegt. So ist das gedacht. So. Kann man ja Leckerlis drin machen an der Seite. Aber das finde ich. So. Ach so, okay. Und dann kann man das hier zumachen. Dadurch kriegt es dann Stabilität. Ist auch meine erste Hundetasche. Also ich habe die angefragt, weil ich sowas noch nie hatte. Und ja, für meine Katzen und für meine Mutter, ihren Mops, dass der hier drin passt sozusagen. Und für meine Katzen, wenn wir zum Tierarzt müssen, dass die dann hier drin können.
Weil ich habe zwar zwei Körbe, aber die nehmen halt im Auto mal viel Platz weg und sind storrig, sporrig. Und diese Pets-Tasche hier von Petsfit, die Hundetasche, die ist halt ja, schnell zusammengefaltet. Wenn man sich jetzt gerade nicht so dusselig anstellt wie ich, geht die auch schnell auseinander aufgebaut. So, jetzt aber. So. So, und da müsste der Mops von meiner Mutter eigentlich reinpassen, würde ich sagen, das dicke Ding. Meine Frau hat da ein bisschen besseren Augenmaß. Schatzi, ja. Kommst du mal gucken? So, was sagst du denn? Da passt doch der Mops drin, oder? Ich glaube gerade so, ja. Hm? Das fette Ding. Doch, der ist ja sehr kompakt. Der ist sehr kompakt, also der Mops würde drin passen. Und für meinen Lucky auch. Und ich habe mir extra rot bestellt, weil ich diese Kombination aus rot-weiß sehr schön finde. Aber wir gucken uns die Tasche jetzt mal, jetzt wo ich sie geschafft habe, aufzubauen, erstmal komplett an. Wir haben hier einen kompletten Tragegriff, damit wir dann praktisch so umschneiden können. Tragegurt. Und dann haben wir hier noch einen Tragegriff. Den können wir hier oben auch abmachen. So. Eins ist hier natürlich festgemacht, dass wir es nicht verlieren. So, ich mache das mal wieder ran. So. Dann haben wir auf der Seite, haben wir hier das Petsfit Logo. Seht ihr das? Petsfit. So. Dann haben wir hier zwei Taschen. Eins, zwei, da passt dann halt so ein kleines Spielzeug, paar Leckerlis passen hier drin. So, dann haben wir hier hinten noch eine große Tasche, wo wir jetzt zum Beispiel eine Hundeleine drin machen könnten. Und mehr ist hier auch nicht. Also ist auch kein Guckloch oder so. Das Material ist sehr hart und starr. Das finde ich sehr gut. Hier vorne haben wir dann auch nochmal einen großen Reißverschluss und dann halt nochmal einen separaten Einschluss, um den Hund oder die Katze rein zu machen oder rauszuholen. Haben wir hier oben auch einen Reißverschluss? Dass wir von oben rausnehmen können? Nee, oben nicht. Oben nicht. So. Hier unten ist jetzt auch kein Gumminippel oder so zum Hinstellen, dafür ist ja auch nicht geeignet, ist ja auch kein Koffer. Und dann haben wir halt praktisch in dieser Hundetasche haben wir dann nochmal so ein Brett. Das ist dann hier so Pappe, hier oben ist dann nur so Fell. Ich mach mal auf, dann könnt ihr das sehen. So, kann man auch komplett rausnehmen. Und da ist dann praktisch, ach nee, das ist Holz, das ist eine Holzplatte. Eine Holzplatte und dann so... kein Styropor, sondern das Plastikzeug davon, das Gummiart hier. Ist auch nur auf einer Seite, also könnte man das auch austauschen und was andere drin machen, zum Beispiel, wenn das jetzt, wenn das vollgepisst, vollgekotzt ist, dass man dieses Plastikzeug rausnimmt und nochmal so neue drin stirbt oder Styropor hier drin macht, dünnes Styropor, dann kann man das genauso benutzen. Und ihr seht, sie steht hier wirklich sehr stabil auf dem Tisch. Das Material ist wirklich sehr robust. Auch hier oben, das ist wirklich richtig hart, wenn ich es hier drin drücke, so fast wie Pappe. Ist aber alles Stoff. Oder ist das Kunststoff? Nee, das ist Stoff. Also von dem Materialverarbeitung her bin ich echt zufrieden, finde ich. Das ist echt super. Und wenn ich das jetzt hier so mache, seht ihr ja, dadurch, dass das hier jetzt, was hier ist so Metall, denke ich mal drinne, im gebogenen. Ja, ist Metall. Dadurch, wenn das weg ist, fällt die schon auf der einen Seite in sich zusammen. Also deswegen, also hier unten auch. Was haben wir denn hier noch? Ach, hier ist auch noch eine Metallleiste drinne. Die können wir so herausnehmen, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also wenn die euch mal bricht, ja, dann könnt ihr da diese Metallleiste rausnehmen oder Metallstange. Auf der anderen Seite ist auch eine Metallstange. Die könnte man dann auch austauschen, falls sie mal kaputt bricht oder so. Aber ich glaube, so schnell bricht die nicht. Ich sehe auch keine Fehler in der Naht oder so. Sieht wirklich echt gut verarbeitet aus. Oben ist richtig, richtig starr, richtig hart. Und ja. Da mal liebe Grüße noch an den Danny von Danny zeigt's. Das wäre doch was für euren kleinen Hund, für euren Chihuahua. Wäre das doch auch ideal, wenn ihr mal zum Tierarzt müsst oder so.
Also ich bin davon echt begeistert. Also die Qualität ist echt gut. Tipptopp. Also kann man echt nicht meckern. Der Zusammenbauen geht jetzt, wenn man es drin hat, geht es auch rucki zucki. Und dann hat man hier eine schöne kleine Hundetasche. Der Hund kann hier an der Seite rausgucken. Und vorne. Und oben. Und alles andere ist blickdicht. Also wenn man dann zum Tierarzt geht und der nicht, man möchte nicht, dass der Hund jetzt gerade den Feind sieht. Oder die Katze, weil hier oben rausgucken, da kann er den Feind nicht direkt sehen. Stellt man die Tasche erstmal so hin, dann kann der Tier den Feind nicht sehen. Und man bespricht alles und wenn es dann ans Eingemachte geht, dann schnell rausholen, ruf auf den Tisch und dann ist schon sowieso zu spät, dann können sie nicht mehr flüchten. Also finde ich gut. Und macht sich auf jeden Fall besser als so ein storrer Korb. Ich habe so einen Korb, ich habe zwei so eine Korbkörbe für meine Katzen eigentlich. Aber das macht sich hier natürlich hier besser. Ich knall den Lucky rein oder Mausi und Tigger klatsche ich hier rein, die bin fetten. Also Mausi ist jetzt nicht so fett, aber Tigger. Und dann schnall ich mir das um und gehe zum Tierarzt. So Leute, das wart jetzt auf jeden Fall. Ich werde das jetzt morgen mal testen, übermorgen mal testen mit dem fetten Mops von meiner Mutter. Und meine Tiere werde ich hier auch mal rein verfrachten. Vielleicht mache ich ja noch später noch mal ein Video, wie ich meine Katzen da rein mache und oder eine Katze rein stecke. Und dann gucken wir mal, wie der Katze da drin geht und wie sie sich aufführt, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal auch, wenn ich sie denn hochnehme, ob denn immer noch alles so schön stabil bleibt. Also kommt alles im späteren Video. Jetzt wollte ich es euch erstmal vorstellen. Aber so von der Verarbeitung her läuft also keine offenen Naht, kein nichts hier. Also von Verarbeitung und Optik bin ich echt zufrieden. Und dieses Zusammenspiel von Rot und Weiß finde ich toll. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.